Und weiter. Ella. Komm erst zurück, wenn du die Tafel hast. Ja, Polemarch. Was verloren? Nicht verloren, gestohlen. Stentor schickt mich. Er sagte, ihr hättet Probleme mit Spionen. Mir wäre ein Athener-Spion lieber als ein spartanischer Verräter, aber er muss gefunden werden. Er hat eine Tafel mit wichtigen Informationen gestohlen. Wo ist dein Spion? Ist er noch im Lager? Die Frage sollst du beantworten. Ich denke nicht, dass er noch hier ist, aber er kann nicht weit sein, denn er wurde beim Überrumpeln der Wache verletzt. Das klingt nicht wirklich nach einem Spartiaten. Er könnte ein Betrüger sein. Erst kürzlich wurden unsere Vorräte gestohlen. Und in Megaris gibt es mehr Söldner, als eine Ziege Flöhe hat. Und welcher Spartiat würde Sparta verraten? Ich finde ihn und die Tafel. In welche Richtung ist er gelaufen? Die Männer sahen ihn zum Hügel rennen. Dort wird eine Verfolgung schwieriger. Kannst du mir sonst noch etwas erzählen? Das Gebiet wird heftig umkämpft, aber Sparta gewinnt. Wir drängen die Athener zurück. Wegen des Krieges sind die Wälder und Berge allerdings zu Verstecken für Banditen und Söldner verkommen. Ich meinte eher über den Aufenthaltsort des Spions. Er ist verletzt und oben im Wald gibt es eine Quelle. An seiner Stelle würde ich dorthin fliehen. Ich bin bald zurück mit der Tafel. Die Berge und der Wald von Megaris sind gefährlich und er hat sicher nicht allein gehandelt. Keine Sorge, ich kann es mit einem Spionen aufnehmen. Chere. Lang Geschichten von ihm erzählen. Das hast du mir schon mal erzählt. Heute Nacht werden wir... Thank you.
draußen erwischt. So wirst du uns nur aufhalten. Andererseits bleiben dann mehr Drachmen für den Rest von uns. Warte! Bitte! Wir müssen das nicht tun! Tut mir leid, aber es gibt kein Wir mehr. Oh! Du bist so chancenlos! Dank. Was? Was willst du? Wer bist du? Ich bin diejenige, die die Tafel zurückbringen wird, die du gestohlen hast. Warum hast du die Tafel gestohlen? Ich bin dafür bezahlt worden. Von wem? Ein Söldner. Hyrkanos, verstehst du? Er gab mir eine Uniform. Es wäre ganz einfach, meinte er. Schnelles Geld. Wie bist du in das Lager gekommen? Spartiaten verdächtigen nie ihre eigenen Leute. Lieber schauen sie auf den Rest von uns herab. Malakis. Gib sie mir. Ich werde nicht ohne die Tafel gehen. In diesem Krieg gibt es keine Gewinner. Aber es gibt Chancen. Vielleicht könnten wir uns einigen. Ich nehme jetzt die Tafel an mich. Einen Dreck wirst du. Dann wird heute wohl nur einer von uns bezahlt werden. Was ist das? Eine Notiz. Die Tafel war also für Hyrkanos bestimmt. Und nicht für die Athener. Ich bringe dem Befehlshaber die Tafel zurück. Ah!
Nun, hast du den Verräter gefunden? Verräter sind euer kleinstes Problem. Der Dieb kam im Auftrag eines Söldners namens Hyrkanos. Hyrkanos. Wie oft muss ich den Namen noch hören? Seine Hände können das Gold der Athena schon nicht mehr tragen. Hast du die Tafel? Der Befehlshaber hat seinen Kopf auf eine schwere Stelle als Warnung vor dem Lager aufgestellt.